Hallo Freunde und willkommen zu Fire and Steel, einem Spiel, in dem wir einen Drachen spielen, der vom Zweiten Weltkrieg angepisst ist und deswegen alle verbrennt. Fühle ich. Wenn mich einer beim Schlafen aufwecken würde, ich würde sie auch alle verbrennen. So, das Spiel kam bereits als Let's Show, wird wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt bereits als Livestream gelaufen sein. Und ist seit dem 21. Dezember letzten Jahres als Spiel auf Steam erhältlich. Und jetzt kommt das Schöne, es ist nicht in Deutschland erhältlich. Also nicht über die deutsche Steam-Seite. Wenn ihr im Ausland lebt oder warum auch immer man sowas tun sollte, angeben so würde, dass man im Ausland lebt, aber eigentlich in Deutschland, warum auch immer man das tun sollte, könnt ihr euch das Spiel für... Ich glaube 2 Euro, 3 Euro kaufen. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum das Spiel nicht in Deutschland verfügbar ist. Also ich glaube, der Grund ist, dass die USK-Prüfung nicht stattgefunden hat. Jetzt fragt ihr euch, woher ich das Spiel habe. Ich habe das Spiel als Key bereitgestellt bekommen vom Entwickler. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Es ist ein Trash-Game, ich sag's wie es ist, aber ich habe wahnsinnig Spaß mit dem Game. Obwohl es ja vom Prinzip her total einfach ist. Und es ist auch der erste Akt einer größeren geplanten Serie. Ich habe vor, eine Folge, eine Mission. Also ich habe im Let's Show hier die ersten beiden gespielt. Die werde ich jetzt für das Let's Play nochmal spielen. Also ja, ihr seht, ihr könnt es euch dann vorstellen, eine Mission, eine Folge. Das sind kurze Missionen. Aber tatsächlich jetzt für die ersten zwei Missionen, weil das erste halt ein Tutorial ist, wird die erste Folge zwei Missionen. Ansonsten, ja. Eine Mission, eine Folge. Ja, der ist einfach, wie gesagt, der ist einfach angepisst. Der ist einfach angepisst. Weil der will pennen und dann kommen da irgendwelche Deppen und knallen mit ihrem Flugzeug da auf die Insel. Also, wie gesagt, tut mir leid, ich wäre auch angepisst. So, wir können uns frei bewegen. Also mit WASD steuere ich spiele das mit der Tastatur. Shift-Taste fliege ich schneller. Mit Leertaste und STRG, also Steuerungstaste, steige oder senke ich. Mit der Maustaste mache ich die die Flugrichtung festlegen. Und mittlere Maustaste ist sowas wie ein Drachensinn, wo ich Möglichkeiten zur Heilung und für den Kampf sehe. Ja. Als Gegner und Lebensenergie. So, linke Maustaste ist so ein Feuer. Rechte Maustaste ist so eine Rakete, also ein Feuerball. Und ich kann hier halt auch die Kameraperspektive wechseln. Aber ich muss sagen, am besten fliege ich tatsächlich mit der Steuerung hier. So, wenn ich mich heilen will, muss ich entweder in eine Gruppe Vögel fliegen oder hier die Fische. Miau, Alter. Ihr seht, damit wäre die erste Mission schon vorbei, ist halt das Tutorial. Deswegen die Anschlussmission hänge ich jetzt noch direkt dran. Aber ab dann, wie gesagt, eine Folge, eine Mission. Achso, dieses Ding ist geil. Breaking News! A C-47 military transport aircraft crash landed on an island off the map early in the morning.
The brave soldiers on the ground reported entering a cave before they went radio silent. The PT-109 boats and a British Spitfire squadron nearby have been sent to the estimated coordinates. We shall bring you further news as quickly as we have it. God bless America and our allies. So, also ein Flugzeug ist abgestürzt. Ich finde die Größenverhältnisse geil. Wenn man mal guckt, wie groß wir sind und wie groß die Menschen sind. Ich bin mal gespannt, ob wir im Laufe des Spiels noch wachsen. Weil es ist schon ein bisschen seltsam. Zwei Missionen habe ich im Let's Show schon gespielt, deswegen weiß ich so ungefähr, wo Gegner sind, wo was passiert. So, und jetzt wird's spannend. Komm schon! Haben wir ein paar Kunstflieger unter euch, hä? Erinnert mich so ein bisschen an Herrschaft des Feuers. Also Bode, die fackelt man wirklich am besten ab. So, das war die zweite Mission. Wie gesagt, ich weiß halt, was passiert, wo was ist. Deswegen geht das relativ rasch, muss ich sagen. Sollten die anderen Missionen aber eine ähnliche Länge haben wie diese. Dann mache ich vielleicht doch zwei Missionen pro Folge. Mal guck mal, 1 Minute 58. From our soldiers on the crashed C-47. According to reliable sources, the Nazis have conducted an air raid on our soldiers and the reinforcements on the scene. The authorities have confirmed that there were no survivors. Our hearts go out to the family and friends of our brave soldiers. Naja, das war's mit der ersten Folge von Steel and Fire. War kurz, war knapp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist ein Trash-Game, aber ich mag's. Mir macht's echt Spaß. Es macht Spaß, als Drache da einfach rumzufliegen und alles abzufackeln. Ich liebe Drachen. Es gibt zu wenig Spiele, wo man einen Drachen spielt. Hier habe ich eins. Und im Zweiten Weltkrieg. Also, den ganzen Kriegstreibern da den Arsch abfackeln, finde ich geil. Wo bleibt der Drache? Naja. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet und vielleicht sogar, ob ihr euch das Spiel gönnt. Also wie gesagt, ich habe es als Key geschenkt bekommen. Es muss jeder selbst wissen, ob ihm das Spiel gefällt. Ich muss sagen, der Preis von 2-3 Euro ist für mich okay. Der ist fair. Grafisch ist das Spiel auch okay. Steuerung, muss ich sagen, hatte ich beim Let's Show, könnt ihr ja mal reinschauen, in der ersten Mission noch Probleme, bin überall dagegen geflogen, also in der Höhle. Und im Verlauf der zweiten Mission, also von dieser Mission hier, bin ich relativ schnell hinter die Steuerung gekommen und da muss ich sagen, funktioniert sie auch gut. Die verschiedenen Kameraperspektiven sind jetzt nicht so meins, also da komme ich tatsächlich gar nicht klar. Also mit der ersten Kamera fliege ich am besten. So. Und dann würde ich sagen,
sehen wir uns in der nächsten Folge und da bin ich auch gespannt drauf, weil ab jetzt ist das Spiel für mich wieder blind. Also, macht's gut, bis dann und lasst euch nicht abfackeln.